Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem GoDelta Podcast, heute hier aus Mannheim. Hinter mir, wie ihr sehen könnt, nicht der Eiffel, sondern der Wasserturm, was uns aber nicht daran hindern wird, gleich ein bisschen französischen Charme zu versprühen mit den Jungs von Mini Moustache. Euch viel Spaß und bis später. Wir sitzen jetzt hier mit den Jungs von Mini Moustache und vielleicht könnt ihr euch gerade erstmal ganz kurz selber vorstellen. Disco. Salut, bonjour, c'est David Meuf de Mini Moustache. Hallo, das ist Nicolas. Ich möchte gerne meine Tante grüßen, bitte. Ich bin die Mathieu. Salut. Ich muss euch ganz kurz eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar bin ich gestern Bus gefahren. Oh, eine Anekdote. Eine Anekdote. Aber bitte nicht so lang, weil die Deutschen erzählen so gerne Anekdoten. Vor allem die deutschen Frauen. Und alle Anekdoten fangen an, ich bin in die Bus gefahren. Wirklich? Oh, dann endet es böse, pass auf. Also ich bin Bus gefahren, dann standen zwei Mädchen neben mir und die haben sich über eine Band unterhalten und haben gemeint, ja, die wären total cool live. Der eine würde immer auf dem Baguette Gitarre spielen und der andere hätte so eine Disco-Kugel auf dem Kopf. Und dann erst hat es bei mir so Klick gemacht, ich dachte, Mensch, ich treffe die Jungs morgen und habe sie eigentlich noch nie live gesehen. Ui. Jetzt frage ich euch, wie kann man denn auf einem Baguette Gitarre spielen? Ich kann dir nachher mal die Baguette zeigen, dann kannst du gucken, was du kannst spielen. Ich hab euch ein Baguette mitgebracht. Hey, ja. Oh! Guck mal, ein großes hätte nicht in die Handtasche gepasst. Du kannst alles spielen. Du kannst die Mundharmonika spielen. Ja, mach mal. Und du kannst die Trompete. Ja. Und die Gitarre, es geht natürlich. Das Problem ist, ich kann halt nichts hören. Aber ich habe nicht die. Ich habe kein Kabel. Ah, ja. Vielleicht wir können schnell nehmen von dem Mikrofon. Nee, das gucken wir uns heute Abend an, würde ich sagen, ne? Wie das aussieht. Hey, du musst unbedingt der ist enttäuscht von seinen Fingernägeln. Hey. Das können wir halt jetzt gerade nicht. Die Kamera ist zu weit weg. Ich mache jeden Tag die Dinger sauber. Ja. Das Problem ist, ich habe oublié die Schere für sauber machen. Jetzt, ich nehme immer die Mini-Moustache-Buttons und mache sauber und dann tue ich wieder zurück in die Verkaufskasse. Kauft keine Mini-Moustache-Buttons, Leute. So, jetzt kommen wir mal wieder zu euch zurück, zu der Band. Jetzt. Hey, du sollst heute Abend noch darauf spielen. Es ist eine Modifikation von dem Korpus, dann klingt das besser. Was macht euch denn so unwiderstehlich? Komm, jetzt darfst du mal was sagen. Einmalige Chance. Disco. Beim Thema Disco, ihr habt euch selbst als die Könige der Diskothek ernannt. Wie sieht denn euer Alltag aus? Ja. Wir haben immer sehr viel Spaß, wir sind immer sehr viel Energie, wie du merkst, ja. Direkt und es ist sehr bunt in unserem Leben. Jetzt gerade, wenn wir sind auf Tour, wir sind unterwegs und dann wir spielen ein Konzert und dann wir fahren weiter. Stichwort Konzert, ihr spielt heute Abend ja in der Kunsthalle. Zur Veranstaltung Kunst versus Party, organisiert von den Artgenossen, die sich so ein bisschen zum Thema gemacht haben, Kunst wieder gesellschaftlich oder auch der Jugend zugänglich zu machen. Was bedeutet Kunst für euch? Kunst, ich finde es sehr schön. Ich habe noch nicht gesehen die ganze, wie sagst du, Modell? Halle. Alle? Ja. Alle? Alle Halle. Alle in der Halle? Du wirst doch nicht alle sehen in die Halle, weil ich habe schon ein paar gemacht in die Anhänger. Okay. Nein, wir mögen das und wir finden gut, es gibt eine Verbindung mit einer Party und einer Kunst, das ist gut. Weg von der langweiligen Kunst. Ihr macht Musik, könnte man vielleicht so als eine Mischung zwischen Pop, Elektro und Funk beschreiben. Wie seht ihr eure Musik selber? Wie würdet ihr es beschreiben? Also ich weiß es ja schon, wir hatten ja schon miteinander gesprochen. Du musst es jetzt nochmal sagen. Wir sagen immer, wir spielen Super Disco Theater. Das ist kannst du vielleicht auch wieder was dazu sagen? Disco. Thank you.
ist euer neues Album. Könnt ihr ganz kurz was dazu sagen? Was erwartet denn die Leute, die es noch nicht kennen, auf dem Album? Auf diesem Album, das ist hauptsächlich... Mach's nicht kaputt. Ah, okay. Hauptsache, das ist Spaß und das ist Disco. Das ist Lavinia und Disco. Man kann sehr gut tanzen, feiern, trinken und tanzen. Und feiern. Und trinken. Hast du schon gehört? Natürlich, ich habe schon gehört. Was ist für eine Assoziation? Trinken, feiern und tanzen. Siehst du? Ja. Würdet ihr jetzt nochmal ganz lieb zum Abschied in diese Kamera, ihr könnt euch aussuchen, die oder die? Ne, wir nehmen die, wir man nehmen sieht die große. Das eh nicht mit der Brille. Dann setz sie doch mal ab kurz. Zum Abschied. Aber dann nicht, dass für du dich gleich verliebst. Nein, ich gebe mir Mühe. Na, ihr macht doch nichts. Nee, Moment, ihr müsst alle gleichzeitig. Ah. Toll. Dankeschön. Welche haben wir, oben oder unten? Oh. Oben. Oben? Ja. Oben. Hier oben. Ja, ich wink schon die ganze Zeit oben in die Kamera. Ach so. So. Touch me, 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 tou